Moin Moin und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Witcher 3. Ich habe mir mal bei den Quests durchgeguckt, was wir als nächstes machen. Da ist mir aufgefallen, dass unser Nebenquest-Log gar nicht mal mehr so voll ist. Und zwar, also wirklich betont, liegt auf Nebenquest. Der Weg der Krieger, den nehmen wir jetzt, irgendwie, damit wir Respekt bekommen bei den Einwohnern. Ich zitiere mal kurz, beziehungsweise ich lese vor. In Skelly gehörte Geralt von einem Weg der Krieger, einem Hindernisparcours, den man als Kämpfer, der etwas auf sich hält, selbstverständlich absolvierte. Geralt wusste, dass es ihm Respekt und Anerkennung auf den Inseln einbringen würde, wenn er es schaffe, diesen fürchterlich schwierigen Parcours zu meistern. Klingt interessant? Machen wir. Gwind? Machen wir, sobald wir keinen anderen Gwind-Spieler mehr finden. Wir stolpern ja ständig über irgendwelche Gwind-Spieler. Meister der Arena ist wahrscheinlich noch später abwarten, dann können wir unseren Anteil abholen. Und dann noch die traurige Geschichte der Großbartbrüder. Das sind so ziemlich... Also haben wir letztendlich noch zwei, in dem Sinne Nebenquests, die hier als Nebenquest aufgeführt sind, die wir jetzt spontan machen. Mal schauen. Also ich schätze, Weg der Krieger, den werden wir heute fertig kriegen. Dann haben wir hier natürlich noch Dinge, die auf der Map verteilt sind. Wie zum Beispiel hier meisterlicher Rüstungsschmied. Hätte ich jetzt gar nicht schlecht, wenn wir uns das mal anschauen. Und ich befürchte, dass die ganzen Sachen auch noch dazu fallen. Gut. Also, ja, wir haben vielleicht doch noch ein paar Quests mehr, als ich mir gerade einreden möchte. So, jetzt müssen wir erstmal 3,5 Kilometer Schnellreise machen. Und zwar hier hoch. Hier ist sogar ein Fragezeichen. Ach, wie praktisch. Da oben auch. Wir nehmen erstmal das untere. Dann lass es uns noch einmal gut gehen. Nehmen wir nochmal Fragezeichen abarbeiten. Machen wir ja so selten. Echt, das machen aktuell nochmals wirklich selten. So. Da drin ist irgendwo ein Schmied. Ich habe zwar Reparatursets dabei. Ich glaube, ich finde es schöner, wenn uns hier repariert wird. Gut, der Typ schläft. So viel dann dazu. Wir mit dem Tavernenwirt hier schon mitgespielt? Ein Becher auf diejenigen, die heute nicht bestanden haben. Ein Becher. Grüß dann dich, möge Fremder. Die Erinnerung Trink an sie in Vergessenheit geraten. Wer zu Händel heil? Wohl noch nicht. Okay. Hast du Lust auf eine Partie Gwind? Und deswegen machen wir die Gwind-Quest jetzt auch noch nicht so. Ich finde schon genug Leute zum Gwind-Spielen unterwegs. Da bin ich mal gespannt. Gott, wer, jetzt ist das Osterurlaub wieder da. Ich muss sowieso erstmal wieder reinkommen. Bin auch noch am Kränkeln. Also eigentlich müsste ich versuchen, ein bisschen weniger zu reden. Oh, geile Karten. Aber keine meiner Nachzieh-Karten. Dann packe ich dich weg. Dich weg. Und... Hab keine einzige meiner Nachziehkarten. Schade. Dann. Hier, mach da mal was gegen. Ja. Warte mal. Wieso hat er. Sein Geralt hat Fähigkeiten. Ach, meiner hätte die auch, hätte ich Plötze. Ja, ist okay. Ich war ganz irritiert, weil einfach ein anderes Symbol drauf ist, aber wahrscheinlich wird es nur angezeigt. Und jetzt habe ich keine Finte, ne? Leute. Glaub ich, lass das einfach mal so. Da habe ich nämlich jetzt zwei von den Nachziehkarten, die ich da einfach wiederbeleben kann. Drei! Hier hat auch das Symbol. Wen kann Ciri denn holen? Auch Plötze! Ja, ist okay. So, dann...
Dann mal los, lass uns Karten ziehen. So. Fangen wir mit ihm an. Oh, ich habe nur zwei zum Wiederbeleben. Oh, noch ein. Bitte irgendwas Gutes, was Gutes. Jo, nochmal wiederbeleben. Bitteschön. Und nochmal nachziehen. Zwei Punkte muss ich nur machen. Oder ich schieb ihm einfach nochmal vier zu. Ja, ich schieb ihm nochmal vier zu. Passt schon. Jetzt muss ich sechs erreichen. Komm, machen wir Gleichstand, weil da gewinne ich ja. Oh, ich kann ihm noch einen zuschieben. Nächste Runde. Nächste Runde. Geil. Hier, kannst du noch mal einen haben. Oh, wenn er mir einen zuspielt, kann ich mit einer Fitting. Juhu! So, dann holen wir uns noch mal einen von deinem Friedhof hier. Ich würde hier den hier nehmen. Hier, ihn kannst du auch noch haben. Von meinen eigenen Karten, wo ich nachziehen kann, habe ich gar nicht mal so viele gezogen. Das ist ja fast schon deprimierend. Ah, den machen wir fertig. Aha! Danke! Ist okay. Wir spielen dasselbe Spiel, merke ich schon. So gut! Ich hab gleich mein ganzes Deck. Hab ich noch einen zum Nachziehen? Nee, ne? Ich hab nur noch eine Karte zum Nachziehen da. Oh. Ich könnte mit der Kälte und diesem Drachen versuchen, richtig einen Kollateralschaden bei ihm anzurichten. Einen richtig üblen. Hab ich noch... Schade, hab nichts mehr zum Nachziehen im, hier in meinem Vertrag schon Friedhof, aber wir sind hier nicht bei Yu-Gi-Oh! Ablagestapel. So. So, spielen wir ein bisschen auf Zeit. Ich warte darauf, dass er mir nochmal einen Nahkämpfer serviert. Vielleicht warte ich darauf, dass er mir zwei Nahkämpfer serviert. Das macht vielleicht mehr Sinn. Doch wohl noch einen Nahkämpfer haben. Aha. Ich habe leider keine Finte mehr. Ist natürlich toll, ich frage nach dem Nahkämpfer und er gibt ihn mir einfach, ne? Ich hätte ihn aber lieber bei ihm auf der Seite gehabt.
Sauber. Er hat gepasst. Komm, machen wir es nochmal kalt. Drei Leute müssen sterben, genau. Schon hat er gar nicht mehr so einen Riesenvorsprung. Machen wir das Wetter wieder gut. Nein, er hat 2 Punkte mehr als ich. Nein! Nein! Mist. Ja. Gut gespielt. Grüß dich, Fremder. Trink sehr gut gespielt. Na. Oh, Backe. Hast du Lust auf Backe. Eine Partie Gwent? Wirklich zu sehr von mir überzeugt? Bestimmt, ne? Shit. Da ist einer zum Nachziehen. Da ist noch einer zum Nachziehen. Kann ich mitleben. Bitteschön. Bitteschön. Jetzt ziehen wir erstmal beide unser gesamtes Deck auf. Aha, noch einer. So, das war's. Du passt. Bin ich jetzt nicht mal so schlecht. Muss 5 Punkte schaffen und zwar nicht auf der Nahkampfschiene. So, fertig. Oh, ich gebe mir gleich den starken. Geil. Danke. Ich noch eine? Nein, also ich kann keinen weiteren zum Nachziehen wiederbeleben. Kann er sich den nämlich nicht per Finte wiederholen? Komm, ich frag mal Geralt dazu. Da haben wir schon mal Geralt, Ciri und Plötze. Oh, den machen wir jetzt so fertig. Ich denke mal, dass ich jetzt zu Recht von ihm überzeugt bin. Bitteschön.
gutes Wetter dabei? Das ist nicht das Problem. Ah. Jetzt wird er wieder ein bisschen unberechenbar. Och nee. Das ist meine Taktik. Ja, ich hab sie auch nur abgeguckt. Ich geb's zu. Das läuft gerade nicht so gut. Macht dann wohl das Wetter einmal gut? Dann sieht es für mich wieder besser aus. Sehr gut. Jetzt passe ich. Dann habe ich im schlimmsten Fall für den nächsten Zug noch einen Charakter, der wiederbeleben kann. Ha, nice. Okay, aber das war jetzt qualitativ hochwertiges Match, würde ich mal sagen. Das war schön. Da musste ich mir denken, das war geil. Hast du zufällig auch Karten zum Verkaufen? Was habt ihr denn zu bieten? Pestmalt haben wir bekommen. Oh, cool. Was kriegen wir hier? Krabspinne, cool. Werwolf. Verbrennen, ja gut, haben wir. Elfenscharmützler. Nix Besonderes. Ich sehe aber auch gerade, dass unser Inventar schon wieder ziemlich voll wird. Alles Gute. Toller Trick. Ein Becher auf diejenigen, die heute nicht bestanden haben. Ein Becher. Dann möge die Erinnerung an sie in Vergessenheit geraten. Kennt wahrscheinlich noch. Wir machen dann mal der Jungfrau, Mutter und was Produktives. Ein Fragezeichen, nach dem niemand gefragt hat, zum Beispiel. Tanzen wir. Also, die tanzt besser als ich gerade. Kommt ihr, ich würde gern looten. Komm, komm, komm. Next one. Das habe ich nicht so gut gemacht. Gut, dann nehmen wir mal mit, was wir kriegen können. Gut. Oh, hier liegen tote Tiere. Waren hier Wölfe? Ich mach's nicht besser mit dem Inventar, oder? Ziegen. Ach, sie haben Ziegen erlegt.
Ja, ist okay. Warum nicht? Ein versteckter Schatz. Okay. Das heißt, wir werden hier einen Typ mit einem Brief finden und einem Schlüssel oder irgendwie so. Frachtliste, wie auch immer. Fässer Salzheringe, Trinkwasser, Wodka, Waldran, Rollenpelz, Hasenfell. Truhe mit verschiedenen Kostbarkeiten im Wert von insgesamt 1000 nilfgaardischen Floren. Ah. Ich empfinde 1000 Floren klingt nach viel. Fertig. Einmal Quest wieder wechseln. Weg der Krieger. Cool. Und dann machen wir das auch noch mit dem Weg der Krieger heute. Vorausgesetzt, ich bin nicht zu unfähig, den Parcours zu machen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie der aufgebaut ist. Ja, Sirene. Lässt du mich bitte erstmal einfach in Ruhe? Hätte ich nett. Danke, danke, danke. Ach, Leute. Wieder hoch und dich da runter. Danke. Oh Mann. Gehen wir mal so weit wie möglich ist den ziemlich direkten Weg hier. Wenn die Landschaft hier natürlich jetzt gerade ein bisschen unwirklich ist. Also, was heißt hier unwirklich? Ist es nicht so einfach durchzurennen? Ich sprach genau in dem Moment, wo es anfing, dass man durchrennen konnte. Wenn du was von mir willst, komm hierher. Ich hab Feuer für dich, gratis. Mit zwei Klingen? Eine reicht doch, wenn man sich aufs Kämpfen versteht. Da denke ich gerade so an Lorna Zorro. Toll, diese Schwerte, drei. Aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Schnell für dich. Wir kennen uns doch gar nicht. Was ist denn dein Problem? Diese Inseln gehörten einst uns allein. Fremde wagten sich nicht her. Und falls doch, kehrten sie nicht zurück. Das waren noch Zeiten. Aber Arsch. Nicht für diejenigen Unglücksraben, die hier gelandet sind. Bist du Gunnar? Wer will das wissen und warum? Ich will den Weg der Krieger gehen. Kein Fremder hat das je versucht, aber wenn du mit dem Leben durch bist, nur zu. Was muss ich tun? Der Pfad hat zwei Abzweigungen. Eine führt auf die Gipfel der Berge, die andere in die Eingeweide der Erde. Wenn du beide beschreitest, beweist du deine Tapferkeit. Okay. Erzähl mal. Kannst du mir mehr über den unterirdischen Pfad erzählen? Führt er in eine Art Höhle? Ja, aber die Zuwege sind überflutet. Kein Festländer hat es je geschafft, hineinzutauchen. Da muss man von Kindesbeinen an geübt und jede Menge Perlen hochgetaucht haben. Schaffe ich. Wir werden sehen. Was sonst noch? Am Ende der Höhle wartet eine Überraschung. Nimm an dich, was du dort findest und bring es mir. Eine Überraschung? Welcher Art? Das wirst du schon sehen, wenn du bis dorthin kommst. Lass dich nicht von den Harpien erwischen. Hey, komm, erzähl mir mehr über den Bergpfad.
Er führt auf den Gipfel des Ardeklove. Oben findest du einen scharlachroten Schal. Bring ihn mir als Beweis, dass du das Ende des Pfads erreicht hast. Klingt nicht allzu schwierig. Du hast noch nicht viel Zeit in unseren Bergen verbracht. Ah, doch, hab ich. Passt schon. Nun, ich habe keine Angst, es zu versuchen. Nicht nur fremd, sondern auch noch dumm. Tja, dagegen gibt's kein Mittel. Nun, lauf zum Gipfel des Ardeklove. Nimm den scharlachroten Schal, dann weiter zur Höhle. Und am Ende findest du etwas, das ich dir nicht verraten werde. Dann los, zeig der Welt deinen Wert. Erstmal meditiere ich eine Runde. Und gerne meine Tränke wieder aufgefüllt haben. So, wichtige Prioritäten hier. Ist da wieder das klassische Beispiel. Dummheit und Mut liegen doch sehr nah beieinander. Ich soll hoch, ne? Ach, hier rüber. Aha. Oh. Gut, Geld. Leute, na? Oh. Ich würde da gerne wieder hoch. Das ist jetzt hier gerade der Punkt, der mich so ein bisschen nervt. Am Kampfsystem hier im Spiel. Sobald du im Kampf befindest, bist du nicht mehr in der Lage, dich normal zu bewegen. Was speziell jetzt natürlich bei dieser Quest richtig eklig sein kann. Ich habe mein Igni ja mittlerweile so hochgepowert. Ein Treffer reicht ja für gewöhnlich aus und dann sterben sie schon so langsam vor sich hin. Ich werde jetzt mal ein Schwertreparaturset verwenden. Vielleicht auch mehrere. Gott, mein Inventar ist so voll. Machen wir voll, beide. Oh, alles repariert. Muss die Rüstung auch reparieren? Ach komm. Cool. Alles durchrepariert. Entspannt. Er hat eigentlich nämlich gerne das Geld in die Hand und gibt's den Schmieden, aber. Weil so sparen wir vielleicht auch nochmal ein bisschen Inventarplatz. Hat's was gespart? Ja, tatsächlich. Oh, sehr schön. Tschüss. Oh. Oh, die habe ich wirklich getroffen. Aha, ich habe ihre Aufmerksamkeit bekommen. Fusch! Oh. Na. Oh, drüber hüpfen. Ich hoffe, es wird die nicht stören, dass ich denen ihre Sirenen hier auf dem Bergpfad kaputt mache. Ist da hoch, ne? Bin ich überhaupt noch richtig oder laufe ich gerade zurück? Hä? Was mache ich hier?
Wie war die Richtung? Stimmt, glaube ich, noch. Zumindest nähern wir uns dem Wegpunkt. Oh yeah. Sieht nach Regen aus. Rot, rot, der rote Schal ist gleich unser. Hi! Ja, kein Fremder hat den Weg der Krieger je gemeistert. Es gibt für alles ein erstes Mal. Manche lernen nur aus Fehlern. In Skellige kosten Fehler einem nur meist das Leben. Der wohnt hier? Ja gut. Cooler Typ. Ach, er ist wieder in den Kampf rüber gewechselt. Deswegen hat er sich gerade so komisch verhalten beim Laufen. Weg mit dir! Dürfte ich bitte wieder normal laufen? Nee, ne? Ja. Er hat sogar Fragezeichen oben. Mach wie praktisch. Oh, oh, der macht. Los, los. Jo! Alter, wie Skillpunkte bräuchte ich gerade auf die Stelle. Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Erstmal loot ich. Jetzt den Höhlengang runter? Wird der Weg zufällig auf direkten Weg runter? Oder in den Tod? Ich speichere mal, es würde mich interessieren, ob das jetzt quasi ein Shortcut ist oder Selbstmord. Woohoo! Shortcut. Cool! Direkt zur Höhle. Geil. Woohoo! Erfolg freigeschaltet. Ah, cool. Weil wir so lange geglitten sind. So. Ich wollte gerade schon wieder eine Fackel auspacken, aber beim Schwimmen... Weiß nicht, wenn ich mich nicht ganz täusche, funktioniert das mit den Fackeln beim Schwimmen nicht so gut. Da... Also wirkt gerade wie so ein kleines Schwarz-Weiß-Kino hier, abgesehen davon, dass wir unseren Hut in Farbe haben. Hätte ich vielleicht so einen Trank nehmen sollen zum länger atmen? Ein Schwertwahl? Wäre das schlau gewesen? Nö, da kann ich atmen. Nee, doch nicht. Oh, ich glaube, ich sterbe. Oh, cool. Doch nicht. Das ist jetzt ein bisschen enttäuscht. Ich dachte jetzt echt, dass ich mal... Okay. Achso, das Licht ist hier unten echt nicht so gut. Aha. Ja, die haben recht, das ist schon ordentlich Tauchstrecke. Ratten, ein hinreißender Ort. Falsch. Nehmen wir mal meine Fackel.
sehen wir ein bisschen mehr. Deine Mutter hat dich rausgeschissen. Jetzt hol dich das Grab zurück. Sonst keine Sprüche drauf. Ich bin durchs Feuer gelaufen. Der Hexer, der in Flammen stand. Ach, da. Aha. Erreiche das Ende des Tunnels. Ja, da waren wir eben schon. Wir kehren aber gerne wieder zu dem Ende zurück. Sollte niemand sagen, dass wir es nicht geschafft haben. Das hätte auch schief gehen können. Irgendwie fühle ich mich von der Quest gerade ein bisschen gemobbt. Gehen wir da einfach nochmal rein. Obwohl das ja eigentlich alles reichen müsste. Ich habe ja die beiden Sachen, die er haben wollte. Jetzt komme ich hier nicht mehr rein, oder was? Jo, das ist... Das ist jetzt doof. Okay, doch geht. Folgt mal ganz stumpf den Strichen auf der Minimap. In der Nähe? Hä? Ich glaube, das ist ein Bug. Habe ich den jetzt ausgelöst, weil ich versehentlich am Ziel vorbeigeschossen bin? Oh. Dann nehme ich mir doch lieber den. Auch kleiner Tipp aus den Kommentaren. Danke Richtung Jan, dass ich hier mit dem rechten Stick einfach die Questziele durchschalten kann. Ich bin da ja immer über den Questlog gegangen, wenn ich so questintern Ziele geändert habe. Geht einfach über den rechten Stick reindrücken. Super geil. Danke dafür. Oh. Was war das denn jetzt schon wieder? Der Schmied wach. Jo. Sei gegrüßt. Wenn du eine Waffe brauchst, bist Rüstungsschmied. Gerne eine. Lass mich mal schauen. Jo. Du hast nicht genug. Oh.
Ja, da war kein Geld mehr. Wiedersehen. Das ist okay. Regne doch so viel du willst. Oh. Eigentlich könnten wir uns noch mal ganz gut darum kümmern, unsere Rüstung aufzuwerten. Dass ich mich zu schwach fühlen würde oder so, aber ich glaube, wir haben die Pläne ja mittlerweile alle da. Hallo Gunnar. Die beste Klinge ist nicht. Gibt's was Neues? Dieser Weg war kein leichter, doch ich habe es bis zum Ende geschafft. Hier ist der Beweis. Der erste Fremde, der die Prüfung besteht, das verdient unseren Respekt. Ich sorge dafür, dass sich deine Taten auf allen Inseln herumsprechen. Toll, dieses cool. Schwert. Aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Ja. Ich scheine überladen zu sein. Ich würde mal sagen, das schaffe ich aber bis zur nächsten Folge, mich drum zu kümmern. Wir haben hier einen Schnellreisepunkt direkt vor Ort. Wir werden dann beim nächsten Mal, werde ich entweder schauen, dass wir mit der Rüstung vorankommen, also dass wir vielleicht mal neue Sachen machen. Oder wir machen diese komische andere Sidequest, die wir da noch haben. Aber erstmal mache ich mich auf den Weg und wir sehen uns das nächste Mal mit mehr Platz im Inventar, hoffe ich. Vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich. Tschüss.